Wingull ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Flug, existiert seit der dritten Spiegelnachtzone und entwickelt sich zu Pelipper weiter. Wingull ist ein kleines möwenähnliches Pokémon, das hauptsächlich weiß gefärbt ist, bis auf zwei breite hellblaue Streifen und den hinteren Teil der Schwanzfedern, die ebenfalls diese Farbe aufweisen, ist der übrige Körper weiß gefärbt. Das Pokémon hat einen relativ kleinen, ovalrunden Torso, der praktisch nur aus einem Kopf besteht und verhältnismäßig lange, schmale Flügel. Auf dem Haupt sind die Ohren zu sehen, die schmalen, schwarzen und vertikal liegenden Augen befinden sich direkt darunter. Vorne befindet sich der lange, schmale Schnabel und hinten die aus drei Teilen bestehenden Schwanzfedern. Schließlich hat es zwei kleine Füße mit je zwei Zehen. Die vordere Hälfte seines Schnabels ist hierbei schwarz und die hintere Hälfte orange. Gleiches gilt auch für die eben genannten Füße. Und in der Shiny-Form sind die sonst hellblauen Muster hellgrün gefärbt. Wingull ist ein Pokémon, welches durch seine hohlen Knochen überaus leicht und unglaublich schnell ist, was es ihm ermöglicht, hoch im Himmel zu fliegen. Mit seinen Flügeln kann es enorme Orkane erzeugen oder seine Gegner mit weiteren Flugattacken wie Luftschnitt oder Aeroass schwächen. Sein Zweityp Wasser ermöglicht es ihm, seinen Feind durch imposante Wasserattacken wie Aquawelle und Aquaknarre Schaden zuzufügen. Durch TM kann es außerdem die Spezialattacke Blizzard erlernen, welches man Wingull im Anime einsetzen sehen kann. Einige Wingull besitzen die Fähigkeit Adlerauge, welche verhindert, dass die Genauigkeit des Pokémon gesenkt wird. Andere Exemplare nutzen den Regen, indem sie mit der Fähigkeit Hydration Statusprobleme aufheben oder durch die versteckte Fähigkeit Regengenuss jede Runde einen Teil ihrer verlorenen Kraftpunkte zurückgewinnen. Wingull ist ein Pokémon, welches in selbst gebauten Nestern an steilen Hängen, Klippen und Küsten lebt. Es hat ein gutes Gespür für Beute, welches unter dem Wasser lebt, weswegen Fischer sich gerne an Wingull orientieren, da an den Stellen, über die sie fliegen, kreisen meist große Schwärme von Fisch-Pokémon zu finden sind. Selbst frisst es am liebsten Lusardin und sobald es eines gefangen hat, trägt das Pokémon seine Beute in seinem Schnabel umher, um ein geeignetes Versteck zu finden. Im Winter bewahrt es seine Nahrung bei seinem Nest auf. Dabei ist Wingull der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 25 zu Pelipper weiterentwickeln. Die vogelartige Erscheinung, das weißblaue Federkleid, durch das Wingulls Körper bedeckt wird, stellen die Hauptcharakteristika des Pokémon dar und werden nach der Entwicklung beibehalten. Jedoch verändert sich der Körperbau. Während Wingulls Gestalt der einer Möwe ähnelt, erinnert Pelipper stark einem Pelikan. Der kleine ovalrunde Torso und der Schnabel wachsen enorm und ermöglichen dem Pokémon einen ausgiebigen Beutefang. Mit der Typenkombination Wingulls ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt halben Schaden gegen Feuer, Wasser, Kampf, Käfer und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Gesteinsattacken, vierfachen Schaden gegen Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.